Ich zuerst. Notfallhelfer kommen nicht durch, weil Autofahrer im Weg stehen. Die Vermüllung von Grünflächen nimmt zu. Und egal ob in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Straßenverkehr, immer öfter eskalieren die Konflikte. Also da tickt eine Zeitbombe, eine soziale Zeitbombe. Wird unsere Gesellschaft immer rücksichtsloser? Diese Frage beschäftigt die Frankfurter Autorin Heike Leitschuh. In ihrem Buch »Ich zuerst« hat sie Beispiele gesammelt für zunehmenden Egoismus. Eine Nachricht hat sie besonders beunruhigt. Die Meldung in der Presse, dass die vorgeschriebene Zeit für die Rettungsfahrzeuge in Hessen nicht eingehalten werden kann. Nicht, weil die zu langsam seien, sondern weil sie einfach viel zu oft zu Bagatell-Sachen gerufen werden. Daraufhin interviewte sie Mitarbeiter der Bahn, Verkäufer, Lehrer, Ärzte. Sie alle berichteten ihr, wie selbstbezogen und ruppig Menschen miteinander umgehen. Selbst in der ärztlichen Notfallaufnahme heißt es immer häufiger, ich zuerst. Davon berichtet etwa die Notfallärztin Dr. Sophie Wetzel. In 8 von 10 Blaulichteinsätzen wird sie wegen Lappalien gerufen. Dass der Rettungswagen in dieser Zeit nicht für Notfälle zur Verfügung steht, das ist vielen Anrufern egal. Wenn sie im öffentlichen Raum arbeitet und Menschen rettet, reagieren Passanten zunehmend ignorant und dreist. Wir haben einerseits die Gaffer, die uns nerven, und andererseits die Leute, was ich wirklich erschreckend finde, die einfach weiter wollen. Und nicht stehen bleiben und sagen, lass die erst mal ihre Arbeit machen und dann gehen wir weiter, sondern die gehen wirklich beiseite, die schieben unsere Taschen mit dem Fuß beiseite. Dieses Verhalten ist ein Oberflächenphänomen. Die Ursachen liegen viel tiefer, sagt die Autorin. Es ist das neoliberale Leistungsdogma, das unsere Herzen und Hirne verklebt. Nur die eigene Leistung zählt, mein Erfolg, mein materielles Glück. Ein Blick für die Nöte der Schwachen, keine Zeit. Mitgefühl und Hilfsbereitschaft auf dem Rückzug. Ja, ich glaube, die Ursache all dessen, was ich da so im Detail schildere, die liegt schon damit begründet, dass wir seit im Grunde genommen fast 3 Jahrzehnten ein Wirtschaftssystem haben, das sehr auf das Individuum abstellt. Also was ist drin für mich? Wo sind meine Vorteile? Wie komme ich klar? Die das Ich über das Wir stellt. Um das Ich wird ein Kult betrieben, verstärkt durch die sozialen Medien. Die Selbstinszenierung bindet große Teile unserer Aufmerksamkeit. Der Gefällt-mir-Daumen und die Floskel Alles gut sind das Motto der Stunde. Wir erleben inzwischen, dass das, was der Neoliberalismus angerichtet hat, wahrscheinlich jetzt viel stärker noch als im Wirtschaftlichen, wo wir eine große Ungerechtigkeit haben zwischen Arm und Reich und das ja auch noch weiter auseinanderklafft. Aber inzwischen zeigt sich es auf der kulturellen Ebene. Alles billig und immer verfügbar. Unser soziales Verantwortungsbewusstsein verkümmert. Die Kurzsichtigkeit der Wegwerfgesellschaft erfasst mittlerweile auch die politische Meinungsbildung. Einfache Lösungen haben Konjunktur. Unsere politischen und wirtschaftlichen Eliten müssen erstmal auch begreifen, dass der Zusammenhalt der Gesellschaft auf dem Spiel steht. Aber ich finde es halt auch extrem wichtig, dass wir sehen, dass jeder Einzelne von uns und jede Einzelne auch gefordert ist. Also einfach mal zu überprüfen, wie man sich im Alltag benimmt, ob man noch ein Auge hat für seine Nachbarn. Ich zuerst ist kein kulturpessimistisches Buch. Der Leser fühlt sich an manchen Stellen vielleicht ertappt, wird aber nicht verurteilt. Stattdessen werden konstruktive Lösungsansätze für den Weg aus der Ego-Falle vorgestellt. Zum Beispiel das Stärken von Solidarität und Empathie. Die Mini-Feuerwehren in Frankfurt sind ein gutes Beispiel. Kinder ab 5 Jahren lernen hier, sich an Regeln zu halten, erfahren Gemeinschaft und Hilfsbereitschaft. Hemmschwellen, in Notlagen einzugreifen, werden gar nicht erst aufgebaut. Jetzt gehst du mal ans Ohr und guckst mal, fühlst du was? Okay, gut. Dann darfst du dich wieder hinsetzen. So, was machen wir jetzt? Ja, Luca? Mit der Trage. Mit der Trage brauchen wir erstmal noch nicht. So, jetzt wählst du mal 112 und sagst mal, dass die Person bewusstlos ist, aber atmet. Angst ist bei vielen Erwachsenen sehr groß. Und wenn wir anfangen, bei kleinen Kindern die Angst zu nehmen, den Personen zu helfen, dann ist es viel einfacher, auch im Erwachsenenleben, im alltäglichen Leben Menschen zu helfen. Aufeinander achten, miteinander sprechen, Probleme gemeinsam lösen. Bei der Mini-Feuerwehr gelingt dies spielerisch.
Auch Heike Leitschuh vertritt den Ansatz, dass nur viele kleine Schritte große gesellschaftliche Probleme lösen können. Wenn wir ein bisschen stärker darauf achten, wie wir eigentlich leben, also was das Zentrum ist des Lebens, das sind die sozialen Beziehungen, die wir dringend brauchen. Und es ist eigentlich nicht der Konsum. Also der Konsum und das, was wir so anhäufen in unserem Leben, das ist doch letztlich, sind das Ersatzbefriedigungen. Und da lohnt sich auch der kritische Blick. Und ich glaube auch, dass man Achtsamkeit trainieren kann. Empathie bildet sich durch Perspektivwechsel. Wer hier auf der Trage liegt, spürt, dass ohne Vertrauen in die Gemeinschaft gar nichts läuft. Die Frau, die wir jetzt treffen, ist genau das Gegenteil einer Ignorantin. Sie schaut ganz genau, was sich in ihrer Umgebung abspielt, hat sehr feine Antennen dafür. Und wenn sie einen Menschen trifft, dann möchte sie möglichst viel von ihm wissen, sich in ihn reindenken und reinfühlen. Denn genau das braucht Sandra Mann, um gute Bilder zu machen. Sie ist Fotografin, immer auf der Suche nach Motiven, die nicht nur auf den ersten Blick wirken. Bei der Bianca geht es mir eigentlich darum, dass sie halt, sie hat keine Arme und ich finde es aber schön, dass sie eben sich ganz normal verhält und dass das auch so eine Natürlichkeit hat und das möchte ich zeigen. Also entgegen eigentlich, wenn die Leute Vorurteile haben, so dass man eben wegen der Behinderung besonders irgendwie aufpassen muss und das ist ja Quatsch, also warum soll sie nicht rauchen? Noch ein bisschen? Ja, sehr gut. Ja, super. Sandra Mann und Bianca Vogel haben sich auf einer Gala kennengelernt. Sie waren sich sofort sympathisch und treffen sich jetzt für einen Fototermin im Wald bei Frankfurt. Das ist toll. Super schön. Sandra Manns Porträts zeigen außergewöhnliche Menschen. Starke Persönlichkeiten, die oft einer Minderheit angehören. Im weitesten Sinne. Und sie überrascht mit ihren Motiven. Ein Nischensport, das Kuhreiten. Inszeniert als Bulle auf Kuh. Der Kunstverein-Direktor Mirek Macke schaufelt sich für Sandra Mann sogar sein eigenes Grab. Was ich zeigen möchte, sind alle Formen von Lebewesen und die unsere Gesellschaft ausmachen. Und vielleicht interessiert mich auch so dieses Besondere oder Exzentrische fast schon mehr. Eigentlich so körperliche Besonderheiten und aber auch diese Stärke der Persönlichkeit, die eben damit umgeht. Für mich finde ich es sehr interessant. Weil an solchen Dingen habe ich auch Spaß und ich finde es auch sehr wichtig, dass also auch Menschen mit Handicap an Shootings teilnehmen können. Und gerade sie kümmert sich um Themen, die einfach sehr, sehr wichtig sind. Und sie ist sehr offen und sehr, ich sag mal, sie hat eine unglaubliche Ausstrahlung als Fotografin. Ihr Hund Panzer ist oft dabei. Sandra Mann weiß, was sie will. Jeder Person, die sie porträtiert, gerecht werden. Super. Total schöne leuchtende Augen hast du. Wahnsinn. Ihre Selbstsicherheit hat Bianca Vogel aus dem Sport. Zweimal hat sie die Silbermedaille im Dressurreiten der Paralympics gewonnen. Sandra Mann braucht, um das einzufangen, nicht mal ein Pferd. Sie hinterfragt, was uns fremd und ungewohnt erscheint und spielt mit Vorurteilen. Durch die Bildwelten, die ich erschaffe, halt, versuche ich, Ängste in Frage zu stellen oder eigentlich so gewohnte Sehweisen in Frage zu stellen, zu irritieren. Ich denke, mit Bildern ist es eine gute Möglichkeit, auf einem anderen Weg als über Text oder Schrift Menschen Dinge nahezubringen. Visuell funktioniert das besser, ist halt auch direkter, emotionaler. Auch wenn es um unser Verhältnis zur Natur geht. Zwischen Sehnsucht und Verantwortungslosigkeit. Baden im Plastikmüll. Heute hat Sandra Mann eine Assistentin und ein Atelier in Frankfurt. Ihr Weg in die Fotokunst war fast schon vorherbestimmt.
Ich habe angefangen zu fotografieren, weil ich Momente festhalten wollte. Und ich habe nur 5 Bilder aus meiner Kindheit. Und die sind halt für mich sehr wichtig. Daraus folgt eine Manie. Bis zu 3000 Fotos am Tag macht sie. Als Studentin an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Ihre Serien Nightlife und Daylife entstehen so. Scharfsichtige, oft skurrile Beobachtungen unserer Gesellschaft. Beharrlich stellt sie auch die typischen Geschlechterrollen in Frage. Es fängt schon an eigentlich mit meinem Nachnamen, dass ich Mann heiße. Also ich sag halt immer, mein Name ist Sandra Mann, Mann wie Frau. Einmal hat es mich irgendwie also dafür feinfühlig gemacht. Prinzipiell, was eigentlich in all meinen Arbeiten steckt, so dieses Interesse an Grenzen. Wo ist eine Grenze oder wo hört die auf, wo fängt die an und wo sind die Übergänge? Die Bilder sind so mein Beitrag zu Demokratie und Toleranz. Ja. Ich glaube, also in dem Moment, wo Dinge fremd sind, haben die Menschen Berührungsprobleme oder Berührungsängste damit. Und deswegen sind ja auch in den Ländern oder auch in den Orten, in denen es keine Ausländer gibt, die Ausländerfeindlichkeit am größten. Und ich finde, dass da muss man schon dagegen arbeiten. Das tut sie. Gerade bereitet sie eine große Ausstellungstournee vor. Sie will damit nach Bayern und in den Osten Deutschlands mit ihren außergewöhnlichen Fotografien für Toleranz werben. Ein bildgewaltiges Plädoyer für Vielfalt, das ein großes Publikum verdient. Sandra Mann, eine Künstlerin, von der wir hoffentlich noch viel zu sehen bekommen.